Nein, ich bin keiner, was mit jedem. Aber ich weiß schon, dass ich mich anziehe wie eine Hure. ATV-Star Tara, besser bekannt aus der Reality-Serie Saturday Night Fever, ist offenbar schwer misshandelt worden. Auf ihrem Instagram-Account postet die 24-Jährige ein Foto, das sie mit einem blauen Auge und roten Würgemalen zeigt. Dazu schreibt sie auf Englisch: Nur eine Sache, die der Psychopath mir angetan hat. Zwar löscht Tara das Foto kurz darauf wieder, doch das Schockfoto verbreitet sich in Windeseile im Netz. Das Starlet wendet sich wohl auch direkt an den Angreifer und teilt ihm mit, dass er sie in Ruhe lassen soll. Scheinbar ist Tara bereits seit 1,5 Jahren mit einem Mann zusammen, der sie sowohl mental, verbal und auch körperlich missbraucht. Ihre knapp 27.000 Follower geben der 24-Jährigen den nötigen Zuspruch, um einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Lass so etwas nie wieder zu und verzeih es nicht. Es wird nie besser, es wird schlimmer. Alles Gute für dich. Ein anderer Fan schreibt: Schau, dass du wegkommst von diesem Menschen. Das hat keiner verdient. Und du hast es ehrlich nicht nötig, dich von einem Menschen fertig machen zu lassen. Schon gar nicht körperlich. Liebe Grüße. Ihre Anhänger fordern sie auch auf, zur Polizei zu gehen. Tara reagiert auf ihre besorgten Fans mit einem weiteren Posting und fordert auf: Danke für eure lieben Worte und Unterstützung. Wenn irgendjemand von euch in seiner Beziehung missbraucht wird, dann sprecht darüber. Ob das ATV-Sternchen Anzeige erstattet hat, ist noch nicht bekannt. Leute, die Kosten jetzt, Alter!